willkommen zum heutigen Web-Talk. Das Tool, was ich gerne vorstellen möchte, nennt sich CodyMD. Das klingt vielleicht so beim ersten Hören nicht so super vertrauenserweckend. Und tatsächlich ist CodyMD nicht ein Tool, wo ich sagen würde, das hat man sofort, wenn man das erste Mal aufruft, intuitiv erschlossen. Aber, das schließe ich direkt an, wenn man sich auch nur ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen, würde ich sagen, reicht jetzt schon der heutige Web-Talk, so von 20 bis 30 Minuten Input, dann ist man schon auf so einem Stand, dass man also unwahrscheinlich viel damit machen kann. Und das ist vor allen Dingen deshalb so, weil CodyMD auf der einen Seite eine kollaborative Arbeitsumgebung ist. Also Menschen können da gemeinsam an was arbeiten. Und auf der anderen Seite hat CodyMD die Möglichkeit, auf sehr, sehr vielfältige Art und Weise Dinge im Netz für andere zur Verfügung zu stellen und sozusagen zu veröffentlichen, zu präsentieren, was ja bei OER immer eine ganz entscheidende Sache ist. Wer auch beim letzten Web-Talk dabei war oder sich die letzte Aufzeichnung angesehen hat, da haben wir uns Etherpads angeguckt als ein Tool, also auch kollaborative Schreibumgebung. Da hatten wir den großen Vorteil, dass das super intuitiv und einfach war. Aber vielleicht, auch wenn ihr das jetzt ein bisschen ausprobiert habt oder damit rumgespielt habt und vielleicht das auch eingesetzt hat zum Lehren und Lernen, werdet ihr vielleicht festgestellt haben, dass man da doch sehr, sehr schnell an Grenzen stößt. Also schon sowas irgendwie in ein Bild reinzupacken oder was zu präsentieren oder sogar noch ein paar schickere, nettere Sachen zu machen. Das funktioniert dann eben alles beim Etherpad nicht. Also es ist tatsächlich hauptsächlich nur beschränkt auf Kollaboration. Aber bei CodyMD, da können wir das alles und eigentlich noch ziemlich viel mehr. Und was ich jetzt vorhabe, ist, dass ich euch einfach mal ein Beispiel zeigen möchte, was ich mit CodyMD als eine Präsentation erstellt habe. Dazu teile ich jetzt meinen Bildschirm. Wir gucken uns zuerst diese Präsentation an und in der Präsentation zeige ich dann auch schon das Besondere an CodyMD, was ich gerade eben angedeutet habe, also dass das Ganze auch kollaborativ funktioniert und dass man das auf verschiedene Arten und Weisen darstellen kann. Und das ist nur sehr, sehr kurz. Und danach soll es vor allen Dingen darum gehen, dass wir uns Schritt für Schritt mal angucken, wie könnt ihr sowas selber machen. Weil das ist ja eigentlich das wirklich Spannende, nicht zu sehen, was ich hier Schickes präsentiere oder was ich hier Schickes gestaltet habe, sondern wie das Ganze dann auch praktisch geht. Wenn ihr das später nachlesen wollt, findet ihr hier auch den Link, also kurzelinks.de/caudimd-webtalk. Da sind dann genau diese Folien da, was hilfreich ist, weil wenn man sowas nachbauen will, dann hilft es ja, wenn man sich angucken kann, wie das ganz genau aussah. Und wenn man sich sowas dann remixt, also kopiert und weiterverwendet, ist es oft einfacher, als wenn man ganz von vorne startet. Ja, CodyMD für den Anfang vielleicht erstmal. Es gibt da ein ziemliches Begriffswirrwarr. Manche reden von HackMD, andere reden von CodyMD. Man kann das relativ einfach auflösen. Zuerst hieß das Gesamtprojekt HackMD. HackMD gibt es auch weiter noch unter der URL, unter der Internetadresse hackmd.io. Aber quasi so ein bisschen davon abgespalten, hat sich eine Open-Source-Software, die sich dann CodyMD nannte und die man jetzt überall installieren kann, wenn man selber quasi über einen Server verfügt und auch über die entsprechenden technischen Kapazitäten. Oder man kann CodyMD eben auch bei irgendwelchen Organisationen finden, die das offen zur Verfügung stellen zur Nutzung, wo man dann eben hingeht und dort seine CodyMDs oder man sagt zum Teil auch seine Hackpads erstellt. Und jetzt hören wir immer dieses MD, das ist vielleicht das, was man als erstes auflösen kann. Man spricht von MD, das ist die Abkürzung für Markdown. Markdown kann man so ein bisschen versuchen, einfach vielleicht zu erklären, als eine relativ einfache Formatierungssprache, also eine Art und Weise, wie ich so leicht als Code was aufschreiben kann, aber dadurch sehr, sehr viel machen kann. Und wenn Menschen zum Beispiel vielleicht schon mal was in HTML gesehen haben, dann weiß man schon, dass es doch also ein gutes Stück kompliziert ist, oft sowas zu schreiben, schon irgendwie einen Link zu setzen oder was fett zu machen oder ähnliches. Und von der Art und Weise ist Markdown ähnlich, aber sehr, sehr viel intuitiver. Und deshalb eigentlich eine gute Möglichkeit, auch wenn man ansonsten mit Coding, eigentlich über Programmieren gar nichts am Hut hat, das trotzdem hinzubekommen. Und das Gute an Markdown ist eben, dass
CodyMD wegen dieser Markdown-Nutzung eine ganze Menge kann. Und das hatte ich euch jetzt versprochen, dass ich euch da einfach ein paar Sachen zeigen will. Da klicken wir uns durch. Also das Erste, ich fange natürlich mit dem Wichtigsten an bei CodyMD, ist, dass ich lustige GIFs im Hintergrund setzen kann. Also damit wertet man einfach jede Präsentation schon mal auf. Ich muss auch nicht auf diesem hackerartigen Schwarz-Weiß bleiben, sondern ich kann mir auch bunte Hintergründe für meine Präsentation setzen. Ich kann Bilder einfügen, also zum Beispiel was jetzt bei einem normalen Etherpad überhaupt gar nicht funktioniert hätte, und das Ganze auch in unterschiedlichen Größen machen. Ich habe sowas, dass ich Formen integrieren kann. Fragt mich nicht, was das jetzt hier genau ist. Das habe ich auch einfach kopiert. Aber die Menschen, die mit Formen arbeiten, die werden sich sicherlich freuen zu hören, dass das also bei CodyMD geht. Gleiches gilt für Menschen, die so im Musikbereich sind. Das ist jetzt auch nicht das aussagekräftigste Beispiel. Aber wichtig ist hier, dieses Alle meine Entchen Notenlied ist jetzt kein Bild, was ich eingefügt habe, sondern ich habe tatsächlich diese Noten und den Text sozusagen in Markdown geschrieben, und die Darstellung erfolgt dann eben auf so eine Art und Weise. Tabellen funktionieren, kann man sich sozusagen hinsetzen. Was noch viel hilfreicher ist aus meiner Sicht, sind H5P-Inhalte. Da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Es gibt ja die weitere Web-Talk-Reihe zu H5P. H5P vielleicht nur so weit, ist eine Open-Source-Software zur Erstellung interaktiver, offener Online-Bildungsmaterialien, also wie dieses Beispiel hier. Und das Schöne bei CodyMD ist eben, dass ich die hier einfügen kann. Und die funktionieren dann auch. Also ich kann das ausprobieren. Nee, nein, war jetzt nicht richtig. Lassen sich H5P-Inhalte in CodyMD einbinden. Ja, das stimmt. Hurra, das ist richtig. Also von dem her auch eine Möglichkeit, sowas zu machen, was man natürlich sehr vielfältig haben kann. Ich habe ein Quiz erstellt, ich habe Karteikarten erstellt oder Ähnliches und binde die dann entsprechend ein. So, das habt ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht so gut gesehen, dass auch Folienübergänge unterschiedlich und auch ziemlich cool gestaltet werden kann. Wenn ich jetzt zur nächsten Folie wechsle, dann seht ihr da zum Beispiel so einen Zoom-Übergang, den man auch gestalten kann anstelle von so einem einfachen Slide-Übergang. Sieht dann so aus. Und das nächste Beispiel seht ihr auch hier gleich, dass man auch ganz einfach YouTube-Clips oder auch von Vimeo oder andere Videos einbinden könnte. So, Standardformatierung geht natürlich auch, kursiv, fett, durchgestrichen, irgendwohin einen Link zu setzen. So, das ist also so die Basissache, die sozusagen funktioniert. Aber was ist jetzt eigentlich das wirklich Besondere daran? Weil bis jetzt könnte man sagen, okay, CodyMD sieht ganz schick aus, aber im Prinzip, naja, ist halt ein Präsentationstool, aber ich nutze gerade das Präsentationstool XY und damit bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. So, und da kommen wir jetzt dahin, was CodyMD mehr kann. Dass ich eben auf der einen Seite die Ansicht habe als Präsentation. Gleichzeitig kann ich aber all das, was ich euch gezeigt habe, auch als Website darstellen. Und ich kann es eben auch so darstellen, dass gemeinsam da drin geschrieben werden kann. Und wie man da hinkommt, zeige ich jetzt, indem ich hier an der Seite leicht bei meinem Bildschirm runterscrolle und hier unten dann sich so ein kleiner Stift öffnet. Und das kann ich mir als eine weitere Seite öffnen. Die lädt dann jetzt und das Ganze sieht plötzlich nicht mehr so aus wie eine Präsentation, aber man erkennt noch, dass es genau die Inhalte sind, die ich gerade eben auch dargestellt habe. Aber das Ganze ist jetzt keine Präsentation mehr, sondern das Ganze ist quasi in der Übersicht wie so eine Art Website. Und man kann sich jetzt gut vorstellen, dass man mit Lernenden natürlich oft auch sagen könnte, okay, ich teile vielleicht so eine Webseite mit verschiedenen H5P-Inhalten oder anderen Bildungsinhalten, die ich gerne teilen möchte. So. Und noch einen Schritt weiter geht das Ganze dann jetzt, wenn ich hier oben in die Leiste gehe. Da sieht man, dass man verschiedene, also zwischen drei verschiedenen Sachen eigentlich switchen kann. Da, wo wir jetzt hingekommen sind, ist das Auge eingestellt. Direkt daneben ist so ein gesplitteter Bildschirm, so kann man sich das vorstellen. Und wenn ich dort draufklicke, dann darf man jetzt im ersten Ding vielleicht nicht erschrecken, so sieht das Ganze dann jetzt aus, dass ich jetzt den Bildschirm so gemacht habe, dass ich auf der linken Seite das Markdown sozusagen habe, also den Code, den ich geschrieben habe, und auf der rechten Seite das Ganze dann so aussieht, wie es also tatsächlich dann dargestellt wird. Und spannend ist es dann, das funktioniert jetzt hier nicht, weil ich das quasi gesperrt habe für die Bearbeitung, weil ich gerne möchte, dass ihr das später auch weiter nutzt, also dass wir da jetzt nicht alle gemeinsam drin rumschreiben. Aber ich könnte das ganz genauso öffnen und dann würde die Möglichkeit sein, dass sozusagen
alle Menschen, mit denen ich den Link teile, hier in dieser Markdown-Umgebung gemeinsam schreiben können und gemeinsam daran arbeiten können. Also das sozusagen als die ganz besondere Sache von CodyMD. Ich habe die Präsentation, ich kann das gleichzeitig als die Webseite darstellen und ich kann das Ganze in eine kollaborative Arbeitsumgebung packen. Also man kann da gemeinsam daran schreiben. So, vielleicht sagt ihr jetzt, es klingt alles schön und gut, aber wie funktioniert das jetzt genau? Bevor wir da hinkommen, habe ich euch noch zwei Links hier mit reingepackt. Wenn ihr tatsächlich zu Markdown ganz fundiert weiterlernen wollt und auch noch viel mehr Möglichkeiten sehen wollt, wie ich sie jetzt euch hier präsentiert habe. Ich habe wirklich versucht, nur die wichtigsten Sachen zu nehmen. Sind hier zwei Links, einmal von Olaf Zelesnik, der sehr, sehr gute Videotutorials davon macht. Und Anja Lorenz hat ein Slide-Template gemacht, wo eigentlich, also ich glaube, es ist so gut wie vollständig, ich habe auf jeden Fall nicht gemerkt, dass da irgendwas fehlt, wo wirklich alles drinnen ist, was sozusagen geht mit CodyMD. So, für euch ist es wahrscheinlich spannender, okay, sieht eigentlich ganz gut aus, aber wenn ich gerade eben dieses Markdown gesehen habe, dann ist doch eher so meine erste, mein erster Gedanke, oh je, aber sowas, das ist nichts für mich, sowas kriege ich, glaube ich, eher doch gar nicht hin. Das scheint mir viel, viel zu kompliziert zu sein. Und um das wegzunehmen, möchten wir gerne jetzt ein Beispiel gemeinsam einmal probieren, wie sowas aussehen kann. Und zwar ein Beispiel, dass wir eine Präsentation gestalten, die während ihr die präsentiert, also während ihr die in einem Workshop oder in einer Unterrichtsstunde haltet, gleichzeitig genutzt werden kann als ein kollaborativer Mitschrieb. Das ist jetzt zuerst nicht super schick, sondern relativ einfach gemacht. Also ich habe jetzt das Beispiel genommen, Workshop zu OER, würde dann einen Kurzlink hinsetzen, wo die Teilnehmenden da hinkommen und würde ihnen dann gleich an Anfang stellen, dass alle Bescheid wissen, wenn sie hier jetzt mitschreiben, steht es nachher unter einer offenen Lizenz, kann man natürlich auch CC BY oder CC BY SA nehmen, wenn einem das lieber ist. Ich habe ganz gute Erfahrungen mit CC Zero gemacht, weil ja sonst auch schwierig ist, wie die Attributierung sozusagen erfolgen soll, wenn alle gemeinsam hier drinnen schreiben. So, dann starte ich ganz oft meine Workshops, dass ich sozusagen die Aufgabe gebe und sage, ergänze doch den dir zugeteilten Satzanfang. Also das wäre dann im Präsenzunterricht, dass jede teilnehmende Person einen kleinen Zettel kriegt. Auf dem Zettel findet sie ihren QR-Code und den Link zu diesem CodyMD und es steht dabei, bitte bearbeite den Satzanfang Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und in meiner Präsentation habe ich dann an Anfang sozusagen offene Satzanfänge hingeschrieben, die ich noch nicht weiter ausgefüllt habe, aber die Teilnehmenden machen das dann, bevor das richtig losgeht. Und wenn ich mich dann in die Präsentation reinklicke und das zeige, muss ich gar nicht damit starten, dass ich erstmal alles erzähle, was ich so bei OER wichtig finde, sondern ich starte tatsächlich mit den Stimmen der Teilnehmenden, die das dann kollaborativ gemeinsam schon vor dem richtigen Beginn des Seminars oder des Workshops begonnen haben. Also da kann man dann verschiedene setzen. Ich habe jetzt nur ein paar Beispielsatzanfänge gemacht, könnte dann meine weiteren Inhalte reinsetzen. Und ganz wichtig, als den letzten Punkt setze ich dann so eine Spalte hin für Fragen, Anmerkungen, Ideen. Und auch das ist ziemlich super, weil wenn ich dann quasi durch meine Präsentation durch bin, haben die Teilnehmenden während der Zeit es genutzt und haben dort vielleicht Fragen, Anmerkungen, Ähnliches noch dazu geschrieben. Und wir können dann direkt in der Präsentation weitergehen und ich kann sagen, ah, okay, hier gab es noch diese Frage, das ist auch eine spannende Anmerkung, wer will dazu noch was sagen? Also von daher komme ich weg von sowas, ich bin die alleinige Inputgeberin und eher hin zu sowas, wir gestalten gemeinsam diese Präsentation und wir erarbeiten uns gemeinsam diese Inhalte. Ja, das war jetzt ein bisschen so das didaktisch-pädagogische, wie kann ich da vorgehen, aber technisch ist das natürlich damit noch nicht klar. Also wie mache ich das jetzt konkret? Der erste Schritt, was ich tun muss, ist, dass ich mir irgendwo so ein CodyMD oder ich nenne es auch gerne so ein Hackpad einrichte. Wo wir das jetzt machen werden, ist auf der Demo-Seite, einfach weil ich mich jetzt nicht speziell für eine Instanz entscheiden will. Wenn ihr aber irgendwo auf der Suche seid nach einer offenen Installation, die ihr nutzen könnt, dann empfehle ich euch diese Liste, die ich hier verlinkt habe. Ich gehe da auch noch mal kurz auf diese Seite drauf. Da sind einfach verschiedene Installationen, die man sozusagen offen nutzen kann, ohne dass man selbst für sich
CodeEMD installiert haben muss. Also ähnlich kann man sich das vorstellen, wenn man ein Etherpad nutzen will, dann kann man zum Beispiel das Zumpad nutzen. Und so gibt es eben hier auch bei CodeEMD unterschiedliche Organisationen, die so eine offene Installation zur Verfügung stellen. So, im zweiten Schritt würde ich mir dann überlegen, was ist die Interaktion, die ich gerne machen will? Also will ich das auch so mit Satz anfangen, wie ich das vorgestellt habe? Oder sage ich auch ganz allgemein, jeder kann sich mal vorstellen und dann klicke ich durch so eine Vorstellungsrunde oder fällt mir irgendwas ganz anderes ein? Und ich ergänze natürlich auch meine sonstigen Inhalte. Hilfreich ist es dann im dritten Schritt, wenn ich einen Kurzlink gestalte, weil wenn ich das ansonsten teilen will, kann das natürlich relativ kompliziert sein, bis jeder verstanden hat, wo er genau hingehen will. Das zeige ich gleich auch. Dann kann ich präsentieren und der Austausch findet statt und wir sind fertig. So. Diese fünf Schritte zeige ich jetzt in der Basis-Basis-Basis-Variante und die optionale Variante ist dann noch, das schicker zu gestalten, also so wie wir das vorher gesehen haben, noch mit dem Giphy und noch mit dem farbigen Hintergrund und noch mit ganz vielen Bildern. Aber das wäre dann tatsächlich die fortgeschrittene Variante, die wir uns dann abschließend noch angucken, um CodeEMD zu nutzen. Ist es erstmal nicht wichtig oder nicht das Entscheidende. So, wir beginnen also mit dem ersten Schritt. Ich gehe auf diese Demo-Seite von CodeEMD. Die sieht so aus. Die findet man auf demo.codeemd.org. Und ich muss hier jetzt auch gar nicht angemeldet oder registriert sein, sondern kann hier direkt auf den Button klicken, neue Gastnotiz. So, jetzt lädt es. Jetzt ist es wahrscheinlich gerade überlastet. Das ist immer der Vorführeffekt. So, während es lädt, können wir dann schon mal sagen, dass wir eigentlich jetzt dann schon den ersten Punkt gemacht haben. Also wir haben jetzt unser CodeEMD, unser Hackpad eingerichtet und diese URL, die wir hier oben sehen, wäre sozusagen die URL, die ich dann mit anderen Teilnehmenden teilen würde. So. Jetzt kommt der Punkt, dass ich die Interaktion und die Inhalte ergänzen muss und das Ganze natürlich in eine Präsentationsform bringen möchte. Und da machen wir dann jetzt unsere ersten Schritte von Markdown. Und ich habe deshalb gesagt, dass ich es in dem ersten Schritt sehr, sehr einfach machen möchte, um eben da nicht zu überfordern, sondern tatsächlich zu zeigen, okay, so kompliziert muss dieses Markdown nicht sein. So, ich beginne also mal, ich schreibe hier einfach rein, Workshop zu XY. So, jetzt sieht man auf der rechten Seite, das bleibt im Wesentlichen gleich, wie ich das gemacht habe. Das Erste, was wir lernen, ist, ich möchte aus diesem Workshop zu XY gerne eine Überschrift machen, weil ich das als Überschrift setzen will. Das ist ja auch die Überschrift von meinem Workshop. Das funktioniert. Ich setze so ein Rautezeichen da dahinter und habe das dann. In der nächsten Linie setze ich zum Beispiel hin den Kurzlink, den ich hier dann reinsetzen könnte. Das können wir uns nachher noch angucken, wie das genau funktioniert. Und das ist jetzt eigentlich schon, also hier in diesem Beispiel, das, was aus meiner Sicht ausreichend ist für diese erste Folie, also für die Titelseite. Ich möchte es jetzt also schaffen, dass ich in Markdown reinschreibe, die erste Folie ist zu Ende, bitte wechsle von hier zur zweiten Folie. Und da muss man sich wieder eine Formel oder wie man es auch immer nennen will, merken. Und die funktioniert so, dass ich eine Leerzeile mache, dass ich drei Minusstriche mache und dass ich wieder eine Leerzeile lasse. So, und dann kann ich machen, hier kommt meine Interaktion hin, stellt euch bitte vor oder macht sonst was. Ich mache wieder die Leerzeile, ich mache wieder drei Minuszeichen, ich mache wieder die Leerzeile. Ich mache als zweites Inhalte, das ist jetzt natürlich keine ausgearbeitete Präsentation, nur um das Prinzip zu verdeutlichen. Gehe wieder runter, Leerzeile, wieder die Minuszeichen und wieder eine Leerzeile. Noch eins zurück, hier wollen wir noch dazwischen schreiben. Fragen, Anmerkungen. So, ihr seht jetzt schon, dass wir hier oben vorher ein so ein Hashtag-Zeichen hatten. Das wurde dann zu einer großen Überschrift und danach habe ich sozusagen zwei gewählt. Da sieht man dann, das ist Überschrift zweiter Ordnung. Und einfach nur, um nochmal zu zeigen, dass man sich das Ganze auch nicht merken muss, was da sozusagen möglich ist. Wenn ich hier jetzt was reinschreibe, kann ich durchaus auch kopieren und dann hier oben diese Zeile sozusagen nutzen. Zum Beispiel sage ich, ich möchte dieses jetzt fett machen, kann ich da einfach draufklicken und dann erkenne ich sozusagen, aha, zwei Sternchen heißen
das Ganze wird fett. Und das nächste Mal kann ich mir dann überlegen, ob ich gleich selber 2 Sternchen schreibe oder ob ich das hier oben auf der Leiste auswähle. Also von daher nochmal vielleicht bis hier ein bisschen zusammengefasst, was man machen kann. Markdown zu schreiben ist nicht kompliziert. Es lohnt sich, sich so ein paar Formeln, Zeichen einfach zu merken. Da gehört dazu dieses Hashtag-Zeichen und da gehört dazu Leerzeile, minus, minus, minus Leerzeile für eine neue Folie. Ansonsten kann ich auch sehr, sehr gut hier oben einfach diese Leiste nutzen und damit dann sehr viel schon gut und schön gestalten, ohne dass ich eigentlich also Markdown können oder beherrschen muss, sondern ich wähle eben einfach aus und dann gestalte ich das. Also zum Beispiel auch, das ist noch eins, was viel nachgefragt wird, ich möchte jetzt gerne einen Link setzen, dann könnte ich hier oben einfach auf das Links-Symbol klicken und dann sieht man schon, dass ich einen Standard hier dargestellt kriege, den muss ich dann eigentlich nur noch ausfüllen. Also ich könnte hier sagen, Demo Cody MD und Demo Cody MD findet sich auf https://demo.cody.md.org. So, und jetzt sieht man, hier sieht es, auf der linken Seite sieht es ein bisschen kompliziert aus. Auf der rechten Seite verwandelt sich das, was ich geschrieben habe, hier direkt in den Link. So, was ich jetzt ja gerne machen möchte, ist, dass ich schauen will, funktioniert es denn jetzt auch, wenn ich das für Teilnehmende präsentieren will? Also ich will ja nicht, dass sie das jetzt so haben, wie das hier aussieht, sondern ich möchte es ja gerne als eine Präsentation gestalten. Und dazu wählt man hier rechts oben das Menü aus, klickt da drauf und wählt dort den Präsentationsmodus. Passt ja auch, wir wollen ja präsentieren. So, und jetzt lädt es und dann sieht man, genau das, was ich vorher geschrieben habe, ist jetzt als eine Präsentation dargestellt. Und genau an den Stellen, wo ich dieses Leerzeile minus, minus, minus gesetzt habe, ist es dann auch so, dass die nächste Folie startet. So, damit habe ich jetzt die Basis für meine Präsentation schon gelegt. Was ich jetzt noch machen kann und was hilfreich ist, ist, dass ich gerne hier an dieser Stelle den Kurzlink einfüge. Das nehme ich der Vollständigkeit halber mit rein, weil ich immer merke, dass ganz viele Menschen sagen, Hilfe, damit sozusagen, ich weiß überhaupt gar nicht, wie das funktioniert, wie kann ich das denn jetzt machen? Wie ich jetzt vorgegangen bin, ist, dass ich mir zuerst die URL kopiert habe, also die Adresse von meinem Hackpad und ich in dem nächsten Schritt dann zu kurzelinks.de gehe. Und auf kurzelinks.de setze ich den Link rein von meinem gerade erstellten CodeMD und kann dann hier, wenn ich möchte, eine Wunsch-URL eintippen, also meine Präsi 123 wird jetzt hoffentlich noch nicht weg sein. Kann ich die Verfügbarkeit prüfen? Ist noch da. Wenn ich möchte, könnte ich auch direkt einen QR-Code mit erzeugen. Muss ich sozusagen nur anklicken. Dann könnte ich jetzt diesen Link kürzen. Und schon, wenn ihr jetzt diesen kurzelinks.de meine Präsi 123 nutzt, könntet ihr genauso auf das zugreifen, wo ich jetzt sozusagen gerade drinnen war. Würde sich sozusagen dieses hier öffnen. Also könnte ich das dann hier als kurzer Link einfügen und damit wären wir dann schon so weit, dass wir sozusagen den Workshop beginnen können. Ich müsste natürlich hier noch die Inhalte und alles weitere einsetzen, aber das Grobraster für mein CodeMD steht sozusagen und es wäre da. Ich habe dann auch versprochen, dass wir uns noch einmal ein bisschen auch angucken, wie kann das dann jetzt schicker werden? Also dieser optionale Teil von dem Ganzen. Darum gehe ich nochmal zurück in dieses, was wir vorher uns angeguckt haben. Also hier, damit ihr das erkennt, erst nochmal auf die Ansichtsseite. Das ist also dieses CodeMD, was ich so schick gestaltet hatte, wo hier das lustige GIF im Hintergrund war, wo es bunte Hintergründe gab und wo es Bilder in allen möglichen Größen gab und Formeln und Noten und Tabellen und H5P-Inhalte. So. Und was ich euch jetzt dann empfehle, wenn ihr sagt, okay, ich habe das Grundprinzip verstanden und ich habe so eine Grundstruktur für eine Präsentation aufgebaut, dass ihr dann nochmal in diese ursprüngliche Präsentation reingeht, die wir uns als erstes angeguckt haben, und hier euch einfach durchklickt, also euch nacheinander anschaut, was steht denn hier für Markdown in der linken Seite und wie kann ich das vielleicht weiter nutzen. Und ihr werdet sehen, dass das meiste Sachen sind,
die man relativ schnell sich intuitiv erschließen kann. Also zum Beispiel ganz am Anfang, dass ich hier ein Aufzählungszeichen mit einem Sternchen mache oder dass so eine Markierung kommt mit Gleichzeichen. So. Das Einzige, wo es dann ein bisschen komplizierter wird, ist, wenn ich Sachen mit einbinde, die, also quasi zusätzlich so wie so eine Art Definition für die einzelne Folie sind. Wie das zum Beispiel hier ist bei den lustigen GIFs. Da sieht man, dass ich irgendwie einen komischen Code hier eingefügt habe. Aber auch hier an dieser Stelle, ich habe den auch nicht selber geschrieben, sondern habe einfach dieses Ding hier genommen, mir von jemand anders kopiert und dann hier an dieser Stelle meine gewünschte GIF-Adresse reingefügt, die ich sozusagen haben will. Und dann hatte ich mein GIF da. Und genauso kann man weitermachen, dass man sagt, jetzt möchte ich einen bunten Hintergrund. Dann kann ich mir hier diesen Code kopieren und genauso auch hier den bunten Hintergrund weitersetzen und genauso weitermachen mit verschiedenen Bildern, mit den Formeln, mit den Noten, mit den Tabellen oder auch eben mit der Einbettung von H5P-Inhalten, wo ich hier einfach nur den iframe sozusagen reingesetzt habe. So, damit bin ich aus meiner Bildschirmpräsentation jetzt erst noch mal rausgegangen. Ich hoffe, dass das ein erster Überblick war, wie Markdown so ein bisschen funktioniert, wie man das in Kodi MD nutzen kann und dass für euch dann jetzt der erste Schritt da ist, zu sagen, okay, ich schaffe das, dass ich mir eine offene Installation suche. Da haben wir diesen Link geteilt. Ich richte mir da mein Kodi MD ein und ich fange mal an, erste Sachen einfach reinzuschreiben und so ein bisschen rumzuprobieren, wie dieses Markdown funktioniert. In dem nächsten Schritt versuche ich dann, das ein bisschen zu formatieren und zu gestalten. Ich habe mir gemerkt, dass ich diese Leerzeile, minus, minus, minus Leerzeile brauche, um eine neue Folie zu machen. Ich kann dann über Menü in den Präsentationsmodus schalten und damit ist die Basis gelegt, um das überhaupt mal so einzusetzen und mit Lernenden zusammen anzuwenden und mit denen gemeinsam kollaborativ an so einer Präsentation zu arbeiten. Und wenn ich dann noch mehr möchte und mehr machen will aus den Möglichkeiten, die Kodi MD bietet, dann kann ich mich da Schritt für Schritt annähern und dazu bietet es sich eben an, dann einfach diese gezeigte Präsentation mal durchzugucken. Oder eben ansonsten auch, ich hatte ja die zwei Links reingesetzt zu Olaf und zu Anja, zu den Bildungsangeboten, die sie auch zu Kodi MD zur Verfügung stellen. Da dann nochmal, wenn man mehr sucht, einfach weiter zu gucken oder auch einfach zu googeln, also Markdown, was funktioniert wie. Dann findet man das, dann kopiert man sich das und setzt sich das rein. Ja, soweit. Ich muss für mich sagen, dass ich Kodi MD tatsächlich wahrscheinlich als mein Lieblingstool bezeichnen würde, einfach weil es so vielfältig ist und weil man so coole, zeitgemäße, weil kollaborative Bildung damit machen kann. Und vor diesem Hintergrund wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren.